So wissenschaftlich ausgedrückt. Falsch. Ach, wo bin ich gerade? Ich bin gerade da. Aber nett zu wissen, dass du Amüsement aus meiner Misere ziehen kannst. Dennis. Da wäre ich nicht hochgekommen. Da bin ich auch nicht hochgekommen. Da bin ich auch nicht hochgekommen. Ich muss aber da fucking hoch. Entschuldigung für das F-Wort. Ich muss da verdammt nochmal hoch. Danke. Danke. Oh, und jetzt kommen die roten Ringe. Und die roten Ringe, die gehen immer mit nach unten, wenn man dran hängt. Das bedeutet, man muss die ordentlich erwischen und auch ordentlich abspringen, um das zu schaffen. Danke. So. Dann sind wir da oben. So, haben wir den Quatsch auch hinter uns? Achso, ich habe aus dem falschen Bild. Hab gerade mal das andere Level von deinem LP rausgesucht. Folge 17, ab 11:20. Gelingt dir der Sprung durch die Bleistifte? Ich meine, du wärst gesprungen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn ich dazu nichts gesagt habe, kann ich das heute leider auch nicht mehr beurteilen. Selbst wenn ich es sehen würde. Aber danke dir. Danke dir, Sabi. Vielen lieben Dank. Oh, hier unten ist Boden. Oh, nett. Aber wozu? Da ist ein Gegner. Da komme ich aber nicht irgendwie eher an den Käfig oder so. Okay, jetzt wäre es einfach nur noch erstmal Spiel weiterspielen. Bis wir zu einem Radiergummihaufen an der rechten Seite kommen. Da oben den Käfig will ich. Aber ich kann da leider nicht durchglitschen oder so, um mir das einfacher zu machen. Da muss ich euch leider enttäuschen. Jedenfalls habe ich dazu keinen Gegner oder sowas. Es wäre möglich, ich bräuchte nur den Gegner, wie gesagt, dazu. Oder irgendwie die richtigen Spikes dazu. Glaubst du, das ist einfach random? Ja, ich glaube... Na, random ist es nicht. Man muss da schon natürlich irgendwas machen. Das ist klar. Aber was ist die Frage? Oh, ich hör schon tausende Radiergummi. Würdest du bitte auch rennen, Raymond? Ich drücke Kreis. Das heißt, du sollst rennen, wenn ich laufe. Das ist unglaublich. Raymond will einfach gerade nicht. Genau so gerade eben. Das, was du gerade eben gemacht hast, Raymond. Beziehungsweise... Wow! Ne, dieses Spiel manchmal... Willst du mich verarschen? Ich bin da nicht abgesprungen. Ey, wieso springt denn der an der Stelle ab? Das macht keinen Sinn. Wieso springt er, wenn ich da auf der Schrägen lande, plötzlich ab? Er ist gesprintet, aber hat die Ecke nicht erreicht. Halleluja. Da, da. Wenn ich die Schräge gerade verlasse, springt er automatisch ab. Wo ist da der Sinn? Ich muss diese Ecke erreichen. Das kann jetzt eine Weile dauern. 5 Stunden später. Ich muss diese Ecke erreichen. 2 Tage später. Ich muss diese Ecke erreichen. So viel später, dass der erstmalige Sprecher keinen Bock mehr hatte und ein neuer geholt werden musste. Und ja, die Maus war wieder gerade im Bild. Es tut mir leid, Leute. Tut mir leid, dass meine Qualität so scheiße ist. Raymond, bitte.
Ohne Mist, es gibt Leute, die wegen so einer Kleinigkeit immer direkt sagen, dass man eine scheiß Qualität hat. YouTube-Kommentare lesen bei anderen frustriert echt. Ich mag eine richtig gut sortierte... Dennis, ich hab's gerade weggemacht. Eine gut sortierte Kommentarfunk-Sektion finde ich eigentlich immer ganz cool, aber... Ja. Ey, du willst mich doch verarschen. Finde ich eigentlich, also eine gut sortierte Kommentare finde ich eigentlich mal ganz gut, aber wenn ich so bei einigen YouTubern nachgucke, nicht so schön. Danke! Und dann springt Rayman nicht! Hat ja nicht lange genug gedauert, da hochzukommen! Spiel. Oder man macht wie PewDiePie und schaltet Kombis einfach ganz aus. Ja, mag ich auch nicht so komplett ohne Kommentare. Definiere gut sortiert. Naja, dass die Leute halt... Ich meine eigentlich eher eben, dass die Kommentare soweit gut sind und so. Mein Chat lädt. Guten Abend, HBK und Chat. Hi, Stan. Willkommen im Stream. Und dass da eben auch die nicht so guten raussortiert werden. Das meine ich mit gut sortiert. Natürlich kann man ab einer gewissen Größe sowas leider nicht mehr ordentlich moderieren. Das ist mir vollkommen klar. Aber trotzdem, die Qualität an YouTube-Kommentierern ist leider ziemlich zurückgegangen. Muss man leider mal so sagen. Also das, was ich überall drunter lese, ich lese so viele, also nicht bei jedem, aber bei sehr vielen, lese ich fast nur noch Bullshit. Warum ist denn das nur so kurz? Besonders Let's Player. Warum machst du keine Doppelfolge? Warum nicht so lange? Warum nur 10 Minuten? Warum nicht 15? Warum nicht 20 Minuten? Warum nicht 30 Minuten? 30 mindestens, sonst ist das scheiße. Da macht das überhaupt keinen Spaß mehr. Und immer wieder dieselben Sachen irgendwie. Ja, du spielst scheiße. Ja, das ist doch scheißegal. Lass die Leute doch spielen, wie sie wollen. Dafür ist man auf YouTube. YouTube ist immer noch Broadcast Yourself. Und dann verstehen viele auch nicht, dass man nicht direkt auf... Oder einige auf jeden Fall... dass man nicht direkt auf Kommentare eingehen kann, weil man zum Beispiel eine Aufnahmesession gemacht habe. Und halt, wo die Leute auch gut kommentieren und sowas alles, das meinte ich halt eigentlich. Ja, yep, und schon habe ich verkackt, weil Rayman darüber gerutscht ist. Fuck you, Spiel. Entschuldigung, aber das ist einfach Bullshit. Das ist auch wieder so ein Sprung, der einfach mal überhaupt keinen Sinn macht. Ich könnte jetzt hier rausgehen, aber da links ist noch ein Käfig. Wenigstens den will ich mir holen. Was? Genau, wenn man dann langes hochlädt, das ist viel zu lang, da kann man gar nicht gucken, gar keine Zeit dafür. Hier ist nur das P. Wie soll man sonst an den Käfig kommen? Ach, der blöde rote Kreis hat bei mir verdeckt, wie man eigentlich hinkommt. Och nö. Nö, ganz ehrlich. Das hat jetzt so keinen Sinn mehr gemacht. Das hat so keinen Sinn mehr gemacht. Das habe ich wahrscheinlich eher auf den falschen Bildschirm geguckt. Nee, habe ich nicht. Das ist schon der. Wo war jetzt der Speicherpunkt? Der Speicherpunkt ist... Ich finde den Speicherpunkt in meinem Bild nicht mehr.
War ich nicht hier unten schon mal? Doch, hier unten war ich doch schon mal. Ach, hier geht das noch weiter. Und da muss ich jetzt darüber rennen, oder wie? Jo. Hier haben wir einmal den mit dem Bonus-Game. Und hier haben wir nur den mit dem Bonus-Game. Ach, ich bin gerade mal da. Ich bin nicht auf der... falsche Seite. Ja, ja. Picture City is your most hated world. Yeah, I can understand that. Du wirst 2-Stunden-Folgen total cool finden. Ja, das Problem ist einfach nur, dass einige Zuschauer dann auch nicht verstehen, was da für eine Arbeit hintersteckt. Ich meine, wenn du jetzt eine 2-Stunden-Aufnahmesession machst, dann kannst du aus 2 Stunden, wenn du 15-Minuten-Parts machst, kannst du 8 Parts rausmachen. Oder eben einen Part hochladen und müsstest am nächsten Tag, damit noch so ein Part kommt, nochmal 2 Stunden hoch aufnehmen. Und dann nächsten Tag nochmal und nochmal und nochmal. Und das dann auch immer noch rendern und wieder hochladen. Aber, und das, ja, ja, Sabishi, das ist nicht nur beim Hochladen, das ist dann auch viel zu viel Aufnahme. Irgendwann hat man einfach keinen Bock mehr. Das ist ja gar keine Bratpfanne, sondern ein Tennisschläger, auf dem der surft. Nun macht das Ganze natürlich mehr Sinn oder so. Echt, das ist keine Bratpfanne gewesen? Ich weiß nicht. Das sah im Laufen immer so ein bisschen danach aus. Aber das ist, gut, jetzt konnte man den auch im ruhigen Zustand sehen. Also wenn er so geschwebt ist, so ein bisschen, hat man das besser gesehen. Nee, aber Dennis, das ist sowas, das verstehen, glaube ich, die nicht selbst Let's Plays machen, halt nicht so wirklich. Aber das musst du dir einfach mal vor Augen halten. Dass man eben aus dem, was man macht, selbst wenn es 1/2 Stunde Folgen sind, sind es immer noch 4, aber in 2-Stunden-Parts. 2 Stunden. Überleg's dir einfach mal. Natürlich, man könnte theoretisch... Damit ihr wisst, warum ich mich darunter gestürzt habe. Seht ihr das? Seht ihr das hier? Diese 2 Wolken müssten eigentlich da sein. Sind sie aber nicht. Wie ihr gerade gesehen habt, ich bin einfach runtergefallen. Das O war da. Das stimmt, bei 2 Stunden wäre bei den meisten Spielen das nach 8 bis 10 Parts vorbei, richtig. Diese beiden Wolken waren nicht da. Weil Baum. Normalerweise hat man, wenn es durch irgendwas getriggert wird, so einen roten... irgendwie eine rote Verbindung dazu, dass die erscheinen. Haben wir hier nicht. Mein Spiel zeigt einfach die Wolken nicht an. Too much frames maybe. Würde ich nicht sagen. Weil ich habe das Leben auf der linken Seite geholt. Also zu, ich weiß schon, zu viele Sprites. Würde ich jetzt aber eigentlich auch nicht denken. Weil das Einzige, was jetzt da großartig noch im Bild war, den Gegner habe ich nämlich besiegt, ich habe das Leben geholt, die ganzen Tinks eingesammelt auf dem Weg. Das Einzige, was da eben zu viel sein könnte, wäre das schwebende O, aber das ist notwendig. Beziehungsweise, ich muss mal kurz was gucken. Nee, nee. Das wird durch nichts anderes getriggert. Da wird mir dann... ein kleiner Gegner irgendwann einfach ins Gesicht getriggert. Das ja, aber mehr auch nicht.
Hier, ich habe das ganze Zeug eingesammelt. Da! Die Wolken, die fehlen einfach. Die sind einfach nicht da. Die werden durch nichts anderes getriggert. Ich habe sogar die Faust da oben eingesammelt. Na, keine Sprites, keine Wolken. Ich dachte vielleicht durch runterfallen oder so. Wollen wir mal? Nee. Ich höre keinen Dilling, dass mir das anzeigt. So, aber da ich jetzt Bescheid weiß, die Wolken sind nicht da, lasse ich mich nicht einfach fallen. Hep. Ganz gemeiner Gegner. Ach so, die Wolken spawnen mit dem Gegner. Nee, man muss da nichts weiter freischalten. Man muss in dem Spiel hier nur manchmal an bestimmte Punkte laufen, bestimmte Triggerpunkte ablaufen, damit Dings, damit Zeug erscheint. Und diese Triggerpunkte sind auch immer noch ungenau. Und die Wolken erscheinen mit diesem kleinen Kerlchen hier. Nur der Ersteller von dem Walkthrough, den ich mir da angucke, hat die Striche vergessen reinzumachen. Das war alles. Das war's gerade wirklich, einfach nur. Mehr war's nicht. Bullshit. Also war es kein Fehler im Spiel, es war ein Fehler beim Ersteller des Walkthroughs. Ein Hoch auf den Ersteller dieses Walkthroughs, der auch einfach irgendwie die Bildschirme von der PC-Version und von der Game Advance-Version mit eingebaut hat. Yay! Denn ich habe schon gemerkt, vorher war da auch einer aus der Game Boy Advance Version mit drin. Einer vom PC, einer vom Game Boy Advance. Das Spiel gab es ja, glaube ich, auf 5 verschiedenen Plattformen. Es gab sogar für den PC eine Version. Ich glaube, die nannte sich Rayman Gold oder so. Die hat sogar einen Level Editor. Da habe ich auch schon überlegt, ob ich mir den mal zulege, quasi. Oder ob ich den online irgendwo suche und mal ein paar Maps erstelle. Beziehungsweise dann sage, hier, erstellt mir mal ein paar Maps oder so. Nein, ich würde jetzt das Spiel nicht irgendwie illegal in Umlauf bringen oder sowas. Aber, Leute, also dann würde ich zum Beispiel sagen, du Alu, erstell mir mal ein Level. Zum Beispiel. Würde ich denn die Leute, die ich auch so treffen kann, einfach sagen, hier, ich gebe dir das Spiel, du erstellst mir Level. Quasi. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Oder vielleicht auch schaffbare Level mit einer Lernkurve oder sowas mit einbauen. Das wäre cool. Ich weiß, das Level hier ist auch schaffbar, aber ihr seht ja, was hier für Mist mit eingebaut ist. Wie gesagt, mir braucht keiner irgendwie sagen, ja, das liegt einfach nur an mir, dass das alles so stockend läuft, sage ich mal. Ja, Monologe halten kann ich gut. Ihr seid so still heute. Alu war jetzt nur ein Beispiel, weil er halt auch bei mir um der Ecke wohnt. Also von daher ist mir das gerade als erstes so in den Sinn gekommen. Ich hasse es. Und falls ihr fragt, gibt es da irgendwie eine andere Möglichkeit hochzukommen? Leider nein. Tut mir leid. Dankeschön für 10 Zuschauer übrigens. Ich mache hier mal ein bisschen Licht an. Du willst mich nicht ablenken, ich bin gerade so konzentriert. Naja, konzentriert, was heißt konzentriert? Nicht viel mehr oder weniger als vorher schon. Jetzt drehe ich um, renne und kriege die Kante wieder nicht.
Aber das ist lieb von dir, danke, Shireen. Wieder nicht. Nein! Verdammt. Versuchen wir es gleich noch einmal. Ach, ich weiß, wie das auf euch wirken muss. Das muss auf euch wirken, als wenn ich dieses Spiel überhaupt nicht könnte. Und als wäre ich irgendwie der letzte Volldepp oder sowas. Alles klar, viel Spaß, Dennis. Ich weiß zwar irgendwie nicht, was großartig an Destiny anders sein soll als an anderen Shootern, aber okay. Viel Spaß. Ich verstehe den Hype um Destiny echt nicht. Ganz ehrlich, das sieht für mich irgendwie aus wie ein Borderlands-Klon, bloß mit anderer Grafik. Und das soll das noch nicht mal ganz so gut machen. Also das Spiel an sich soll gut sein, aber es soll ziemlich repetitiv sein und auch wenig Charakterentwicklung und sowas haben. Habe ich jetzt schon in mehreren Reviews mitgekriegt, dass das wohl so sein soll. Dass der Singleplayer und sowas alles eher so mehr sein soll. Aber wie bei vielen Shootern wird ja einfach nur, es ist gut darauf basierend eben, dass der gesagt, einfach nur basierend darauf, dass der Multiplayer gut ist. Was ich ein bisschen schade finde, dass halt wirklich heutzutage sich fast nur noch auf Multiplayer konzentriert wird. Ich meine, ich bin eher so ein schon immer Singleplayer-Typ gewesen. Dankeschön. Und so eine gute Kampagne ist da eigentlich auch nie verkehrt gewesen. Wirkt es eher so, als ob du ziemlich viel Durchhaltevermögen bei Rayman hättest. Das ist was Gutes. Na, habe ich ja auch. Ah! Schon wieder bin ich in die reingerannt, weil ich mit denen nicht gerechnet habe. Und diese drei. Gut. Ach so, das hier hat keine Tinte. Alles klar. Nein, 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 nein. Ach so, du meinst bezogen auf das muss so wirken, dass ich keinen Dings habe, keinen Skill oder sowas und totaler Kacknoob bin. Ja, natürlich, ich möchte dieses Spiel auch durchspielen. Deswegen sammle ich auch einfach alle Käfige. Ich habe ja anfangs sogar mir gedacht, dass wenn ich alle Käfige brauche, werde ich das Spiel noch nicht mal so weit spielen. Und werde dann einfach bei Scorp aufhören. Oder Scop, wie auch immer. Aber nein, ich dachte mir dann, ich kann dieses Spiel nicht gewinnen lassen. Es hat per se nur Multiplayer, den man auch alleine spielen kann. Traditionell SP hat es gar nicht. Echt? Ich glaube, das hat doch irgendwie eine kurze Kampagne oder sowas. Einen kurzen Kampagnenmodus. Ich bin mir da aber gerade auch nicht ganz sicher. So kann gut sein, dass du da recht hast. Okay, da ist ein bei mir auf dem Bild ein falscher Sprite abgebildet. Auch wieder eine andere Version. Aber an sich stimmt sonst alles. Wie war denn das nochmal? Ach ja, jetzt muss ich hier auf die Plattform warten und mich ducken. Und schnell hoch. So, und dann kann man hier das Spiel einmal abkürzen. Und zwar so. Und das war, bevor ich den Speedrun gesehen habe, habe ich das schon so gemacht. Und das hier ist eine Speedrun-Taktik. Die einzige, die ich in diesem Spiel schon hinkriege. So, wo muss ich hin, damit dieser Käfig dort erscheint? Damit der erscheint, damit ich dahin komme, damit der Käfig erscheint, damit da der Typ erscheint.
nee, damit da die Wolken erscheinen. Gut. Oh mein Gott. Ich kann euch das Bild ja mal zeigen. Diese Passage hier. Ich muss bis dahin gehen, damit die Wolke und dieser Ring erscheinen. Und mit dem Ring komme ich dann erst da hoch. Und mit diesem Ring erscheinen die Wolken, damit ich da hochkomme, damit der Käfig erscheint. Wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe. Oder ich muss halt trotzdem dahin, damit der Ring erscheint, damit ich da hochkomme, damit das Ding erscheint. Und gleichzeitig noch die Wolken, damit ich da überhaupt hinkomme. Und mit dem erscheinen erst die Wolken. Eins von den Sachen. Trotzdem. Wut. Der Hype an Destiny ist irgendwie auch ziemlich schlecht für Destiny. Man hat von Destiny so ziemlich die Erwartung bekommen, dass es die Offenbarung in Sachen Koop-Multiplayer-Shooter ist. Was schwer bis unmöglich zu machen ist. Selbst für ein so großes, bekanntes Studio. Durchaus. Ich habe den Hype um Destiny sowieso nie verstanden. Gut, jetzt bin ich auch nicht gerade der Shooter-Fan, sage ich mal, der allergrößte. Es gibt bestimmte Shooter-Reihen, die ich sehr gerne spiele, aber an sich der größte Shooter-Spieler war ich eh nie. Was ist das für eine kranke Scheibe? Ach ja, dann kommt noch die Sache. Stimmt. Die Radiergummis in der Luft. Für die man ein paar Sekunden hat, sie abzuwerfen. Und da kommen die zwei. Oh Gott. So. Genau, ich muss jetzt hier hin. Also ich muss da rauf, wieder zurückfahren. Sonst kriege ich das, glaube ich, zeitlich nicht hin.